ja, dann ist da noch die AfD. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir es zugelassen, dass sie heute in 16 Landesparlamenten und in einem Bundestag sitzen. Aber wenn wir genauso ehrlich sind, wir sind auch diejenigen, die die wieder verschwinden lassen können. Nun, die CDU muss die Partei sein, die den Menschen sagt, nur Mut, wir haben so viel in der Vergangenheit geschafft, wir werden auch die Herausforderungen der Zukunft meistern. Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40% erreichen und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren.